Besonders ist natürlich die Sportart an sich. Es ist so ein bisschen exotische Sportart, aber es ist eine rasante Sportart. Es ist quasi, wird oft bezeichnet als Fußball auf Rädern. Und man könnte es auch als schnellste Mannschaftssportart bezeichnen. Ein bisschen bekloppt muss man schon sein. Ich glaube, jeder Motorsportler ist ein Stück weit bekloppt. Aber das strahlt sich in positive Energie aus und im Mannschaftssport. Und eigentlich hat diese Sportart viele Vorteile und nur ganz wenig Nachteile. Man hat hier bei uns die Möglichkeit im Verein mit relativ wenig finanziellen Mitteln diese Sportart zu betreiben. Die Motorräder gehören dem Verein und die Jungs, die brauchen einfach bloß Lust und Laune und Enthusiasmus mitbringen und dann kann man diesen Sport bei uns betreiben. Das Laute, der Lärm, die Motorräder, das Feeling, das Ganze drumherum. Das ist einfach geil. Der Verein ist Familie geworden, Freundschaft. Wir haben eine Leidenschaft, wofür wir ganz viel Arbeit reinstecken. Die Jungs auch, die Spiele zu sehen, die Erfolge, die Fans, die sie so feiern. Das ist einfach total schön. Dieser Adrenalinkick, wenn du auf dem Motorrad sitzt und ein Tor schießt, ist einfach geil.